Jessica Haller hat sich mit Tränen in den Augen bei ihren Followerinnen und Followern gemeldet. In einer Instagram-Story verriet sie: Ich kann selbst noch nicht glauben, dass wir unser Haus gefunden haben. Weil sie aus ihrem aktuellen Haus raus müssen, hatten die Bachelorette und ihre kleine Familie schon seit Monaten nach einer neuen Bleibe gesucht. Gescheitert war die Suche bisher an der Tatsache, dass die zur Auswahl stehenden Häuser nicht kindergerecht waren. Bis jetzt. Das Auserwählte sei einfach so perfekt. In dem Moment, als sie reingelaufen sei, habe sie Töchterchen Hayley dort aufwachsen sehen, so Jessica. Und auch ihr Mann Johannes strahlte auf Instagram. Also wir freuen uns so wahnsinnig. Das hätten wir uns nie erträumen lassen, dass wir in so einem Haus eines Tages leben werden. Der Mietvertrag sei seit dem Morgen des 3.2. unterschrieben. 24 Stunden davor haben wir das Haus besichtigt, gestern Abend den Vermieter kennengelernt. Wie es jetzt für ihn, Jessica und Baby Hayley weitergeht? Johannes macht sich eigener Aussage nach auf hektische Tage gefasst. Schon in 6 Wochen werden wir umziehen. Die Hallers können es wohl kaum erwarten. Seinen Followerinnen und Followern verspricht Johannes, ihnen die neue Bleibe bald zu zeigen.